Damals hatte ich meine erste Audition hier für das damalige Stück, hieß Die Spinnen, die Römer. A funny thing happened on the way to the forum. Und das war halt so im dritten Jahr, fängt man halt langsam an, im dritten Jahr der Ausbildung so erste Auditions zu machen, Erfahrung zu sammeln. Und ich bin da einfach mal hin, in der Ausschreibung stand, gesucht werden ausgezeichnete Tänzer mit akrobatischen Fähigkeiten. Und da hast du dir gedacht, Habe ich mir gedacht, Typecast. genau, nein. Aber der damalige Choreograf hat gerade zu diesem Zeitpunkt auch mit uns am Konservatorium eine Produktion gemacht und ich habe ihn gefragt, du, macht das Sinn, wenn ich da hingehe zu dieser Audition? Er meinte, ja, komm einfach. Und dann bin ich dahin. Ich dachte, okay, ja, so Akrobatik kann ich jetzt nicht so. Tänzerische Fähigkeiten sind okay. Machen einfach mal. Ist ja völlig wurscht. Und dann war halt wirklich da, der schlechteste Tänzer wirst du schon nicht sein. Das war das, was ich mir eingeredet habe. So, dann war diese Audition. Wir haben eine Choreo einstudiert, die unfassbar schwer war. Genau, da hatten wir dann halt in der Choreo so Sachen wie dreifach Pirouette aufgelöst in einen Sprung mit irgendwelchen Sachen, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Mich hat so auf die Fresse gehauen. Also in allen Belangen, in allen Belangen. So, und dann kam nach dieser Tanzaudition, wo ich gedacht habe, schlimmer geht's nicht mehr, kam noch die Ansage, so, und jetzt zeigt jeder einzeln vor, was er akrobatisch kann. Oh mein Gott! Ja. Ich dachte, okay, Ich kann ein Rad. schön wär's. Oh! Also, ich dachte, okay, die werden jetzt nicht alle akrobatisch sowas drauf haben. Aber hatten sie. Da kam dann von Flickflacks über die ärgsten Sachen. Und dann war plötzlich ich dran und ich dachte mir, okay, was. Ja. Ich habe mit Stolz, mit wirklichem Stolz, meinen Purzelbaum rückwärts gemacht. Ja. Ich habe mein Rad gemacht. Es war nicht schön, aber es war sowas ähnliches wie ein Rad. Und damit war es das auch schon. Aber das Schöne war, dass danach alle zum Gesang durften und ich mir gedacht habe, so blamiert, wie du dich gerade hast, es kann nicht schlimmer werden. Aber hattest du trotzdem noch das Lächeln auf den Lippen? Ich hatte das Lächeln auf den Lippen und ich habe einfach Großartig. dann gewusst, okay, sie nehmen mich eh nicht, weil das, was sie brauchen, bin ich nicht, Ja. aber sing einfach mal. Und Ja. ich habe dann einfach, meine damalige Standardnummer war Mama Says aus Footloose und ich habe die rausgehauen und hatte Riesenspaß. Und ja, damit war das Thema für mich auch schon erledigt. Ja. Und wie gesagt, währenddessen haben wir halt mit diesem Choreografen auch am Konservatorium eine Produktion gemacht. Und am Beginn einer Probe hat er plötzlich gesagt, Oliver, komm mal her. Und dann hat er mich halt reingeholt in den Tanzsaal und dann hat er mit mir halt geredet und hat mir halt gesagt, dass ich ein Vertragsangebot krieg dafür. Und ich habe es nicht glauben können, weil ich mir gedacht habe, ich war so schlecht. Und er meinte halt, ja, aber du hast beim Gesang total überzeugt und mit deiner Art hast du überzeugt und hast das Haus überzeugt, also die Volksoper an sich. Ja. Und deshalb kriegst du das jetzt. Es war Unfassbar. unfassbar für Wie mich. schön. Und das war für mich das allererste Engagement, was ich bekommen habe.